Herzlich willkommen zurück und ja, dann wollen wir mal sehen hier, ne? Colonel Blair, sofort auf der Kommandobrücke melden. Cobra und Hobbs streiten sich. Ihr Volk kann Jump Points verschließen. Wieso haben sie uns nicht davor gewarnt? Lieutenant, ich glaube nicht, dass unser gemeinsamer Feind den Jump Point verschlossen hat. Das war keine Halluzination, als er auf meinem Sichtschirm verschwand. Unser verehrter Captain Eisen hat die Theorie aufgestellt, dass der Feind den Jump Point nur verhüllt hat, was mit ein bisschen Nebel ohne weiteres zu bewerkstelligen ist. Das würde auch erklären, wieso das Ariel-Sonnensystem so lange Zeit als Konvoi-Schneise benutzt wurde. Sie kennen das Ariel-Sonnensystem doch wie Ihre Westentasche. Und jetzt wollen Sie behaupten, Sie wussten nicht, was uns bevorstand? Genauso wenig wie Sie, Lieutenant. Das ist gelogen. Lass dich auf Ihr Spielchen ein. Setz dich für Hobbs ein. Schwierig. Lass dich auf Ihr Spielchen ein. Schwierig, schwierig, schwierig. Lass mich auf Ihr Spielchen ein. Verzeihung. Lieutenant, falls Sie dafür Beweise haben, wünsche ich, dass Sie mir das unter vier Augen mitteilen. Alles klar? Ja, Sir. Du hast Zweifel, was meine Loyalität betrifft, alter Freund. Ach komm schon, Hobbs, natürlich nicht. Cobra ist als Pilotin hervorragend. Ihr Hass spornt sie zu Höchstleistungen an. Und darauf können wir im Moment nun mal nicht verzichten. Nein. Nein. Ja. So ist das. Ich soll mich auf der Brücke melden. Machen wir. Was ist los? Unser Kommunikationszentrum ist lahmgelegt. Raten Sie mal, wer dahinter steckt. Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass Sie aufgeschmissen sind. Ich tue, was ich kann, Sir, aber hierbei handelt es sich um so eine Art Videovirus. Ach, man müsste das Programm mal durchchecken. Ich habe in eurer sogenannten Bibel die Prophezeiung gelesen, dass es in eurer Welt Eulen und Zähneklappern geben wird. Und diese Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Wir werden euch die Zunge herausreißen und euch den Verstand aus den Schädel kratzen. Da können wir nur hoffen, dass sie uns nie in ihre Pfoten kriegen. Wir werden an euch ein Exempel für die anderen Völker in der Galaxie statuieren. Bla 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 bla. Zu unserer Belustigung. Da wird Ihnen aber mit Sicherheit das Lachen vergehen, Senor Gato. Und euer Volk wird Tausende von Qualen ertragen müssen. Übermütig. Nur weil sich das Herz des Tigers unter euch befindet. Wenn wir mit Colonel Blair fertig sind, wird nur noch ein Klumpen Blut von ihm übrig sein. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass du für jeden einzelnen meiner edlen Krieger bezahlst, der im Krieg durch deine Hand gestorben ist. Ich lasse jetzt dich und deine jämmerlichen Genossen allein, damit ihr über eure unrühmliche Ich wusste ja gar nicht, dass er sie kennt. Wir haben schon einige Runden im Ring hinter uns gebracht. Ich muss sagen, wirklich ein netter Spitzname. Das wusste ich nicht, Captain. Ich würde gerne auf diese Ehre verzichten. Wenn ihr mich fragt, die Kilrathi haben Angst. Möglicherweise hat unsere Invasion in Ariel etwas damit zu tun. Hobbs! Die Kilrathi waren schon immer der Meinung, Kriegsführung hat viel mit Psychologie zu tun. Dass es nicht nur ein Wettstreit der Waffen ist, sondern auch der inneren Stärke. Blödes Geschwafel, so nenne ich das. Die Kilrathi glauben, dass nur die Überheblichkeit siegen wird. Ich gebe zu, nicht gerade ein bewunderungswürdiges Gedankengut, das mein Volk da entwickelt hat. Dass ich nicht lache. Seit wann haben denn Ungeheuer ein bewundernswürdiges Gedankengut? Ich will, dass jede Station in einer Stunde einsatzbereit ist. Sie kommen mit mir mit. Ja, Sir. Tja. Tja, bastelt er erstmal an seinem Programm rum, wa? Naja. So viel Glück ist kaum zu ertragen. Wir fliegen von einem Nebel zum anderen. Man könnte fast denken, wir hätten eine Rundreise durch den Weltraum gebucht, Colonel. Betrachten Sie doch das Positive daran, Mengek. Was wäre das? Mach ihn fertig. Jo. Wenigstens haben wir immer etwas, wohinter wir uns verstecken können. Sehr witzig.
Dem Spinner muss man einfach immer irgendwie einen drauf geben. Das geht gar nicht anders. Sie können doch die Jump Points nicht dicht machen. Ich fasse es nicht. Ich meine, jetzt haben sie uns doch in der Hand. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sehen Sie nicht gleich so schwarz. Wahrscheinlich haben Sie es nur geschafft, einen Jump Point zu verdunkeln. Nicht zu fassen. Der einzige Grund, wieso ich hier landete, ist eine Wette. Naja, so kann man sich selbst reinreiten. Tja. Tja. So ist das und nicht anders. Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht hier. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Diesmal wartet eine einfache Aufgabe auf uns. Die Konföderierten wollen, dass wir uns diesen Asteroidengürtel näher ansehen. Vielleicht können wir ihn für uns nutzbar machen. Aber die Sache hat einen Haken. Laut Abwehr befindet sich wahrscheinlich hier irgendwo ein Kilorasi-Stützpunkt. Tun Sie Ihr Möglichstes. Wegtreten. Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Oh, oh. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Fliegen wir mit Hops. Tja. Bin irgendwie für den Longbow. Mal. Obwohl ich die Kiste eigentlich nicht mag, weil sie nicht so wendig ist. Aber naja, mal schauen. Wir haben ordentlich Raketen und Torpedos an Bord. Das wäre jetzt hier mal unser Vorteil. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Genau das meine ich. Jetzt wird's nämlich interessant. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Deswegen ist die Performance hier gerade wieder grausig. Na klar, immer. Diese Base hier, ne? Die wir aber nicht zerstören müssen. Das aber trotzdem tun. Sich erledigt mit der Asteroidenbasis. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Greif
sage jetzt Zeit an. Kommt an, ja. Mit links. Was? Ja, schön, dass du noch Raketen hast. Ich nicht. Die gehen lustigerweise alle auf ihn los. Sofort an meiner Flanke formieren. Na komm. Mein Abschuss. Einziges Schiff gesichtet, Colonel. Hier ist aber viel Aufräumen. Lösen und angreifen. Junge. Das gibt's ja nicht. Immer noch Raketen. Ach komm schon. Die gehen alle auf Hops drauf. Das ist ein bestimmter Grund. Was ist denn Spaß? Du risse dein Herz und spucke es aus, Terrano! Ich komme da später nochmal drauf zurück. Deswegen, weshalb mich das so verwundert, warum die alle auf ihn drauf gehen. Obwohl die eigentlich peilen müssen, dass das auch ein Kill-Rossi ist. Bruchpilot hier. Mann, nur. Einziges Schiff gesichtet, Colonel. Na, ganz klasse. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Colonel. Sind ja alles diese. Klasse, Omar, ja. Ich hab keine Raketen mehr, nur noch Torpedos. Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Fehler zu verwenden habe. Ja, lauf ihn los. Anscheinend. Ich komme noch nicht mehr hinterher mit der Lampe hier. Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Fehler zu verwenden habe. Alter Schwede, das machen wir. So eine ätzende Mission, ey, ich sag's euch. Reiche mich! Aber richtig
Baum schon. Na komm schon. Sofort an meiner Planke formieren. Jawohl, Kraft. Einsatzziele erreicht. Der eine gehört mir. Ganz klar. So. Alle Unklarheiten bereinigt. Schätze ja. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Nur tote Katzen sind gute Katzen, Sir. Sie können jetzt landen. Immer noch auf der Flucht anscheinend hier. Wie das halt so ist. Oh ja. Rollins. Seit wann bin ich das Dienstmädchen hier? Es ist mir eine Ehre, Sie an Bord zu haben, Admiral. Freut mich, Captain. Danke. Sir. Das scheint mir gutes Material zu sein. Sieh an. Der legendäre Colonel. Freut mich, Sie wiederzusehen. Danke, Admiral. Man muss sich beim Admiral beliebt machen. Er gibt mir die Hand. Wir sind hier alle gleich. Ja. An Bord dieses Raumschiffes gibt es nur Piloten, die versuchen, ihre Arbeit zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob solche Bescheidenheit in Ihrem Fall richtig ist. Ich erwarte weitere Heldentaten. Ach, da fällt mir ein, dass ich meinen Privatkoch mit an Bord gebracht habe. Sehen wir mal, ob wir was Anständiges zu essen bekommen. Ach ja. Ich hätte jetzt auch sagen können, man muss sich beim Admiral beliebt machen, aber nee. Tja. Nix los hier im kleinen Victory-Städtchen. Doch, Flint. Für Sie muss das die reinste Nostalgieveranstaltung sein. Zuerst der Kirathi-Prinz und jetzt Admiral Torwin. Wer wird der Nächste sein? Tut mir leid. Ich weiß, an wen Sie jetzt denken. Ach ja? Sie sind wohl Telepathin. Nein, aber ich weiß über Ihre Vergangenheit vielleicht wesentlich mehr, als Sie ahnen, Sir. Sie ist Colonel für verdeckte Operationen. Erstaunlich. Woher wissen Sie das alles? Schon als Kind war Wissen meine Waffe. Mädchen sollten den Jungs immer ein bisschen voraus sein, nicht wahr? Und deshalb weiß ich auch, dass ich die Wege des Admirals und ihre Wege in den letzten Jahren mehr als nur einmal gekreuzt haben. Sie merkt das toll, wenn ein Idiot ist. Das geht sie nichts an. Sie merkt das toll, wenn ein Idiot ist. Treffender wäre wohl, wir sind aneinander geraten. Er hat leider auch ein großes Wissen und die Vorschriften, die kennt er in- und auswendig. Er hat nur keine Ahnung vom menschlichen Herzen. Da kann ich Ihnen wirklich nicht widersprechen, Flint. Tja. Dazu weiteres mehr im vierten Teil, würde ich sagen. Was hoffentlich funktionieren wird. Dann bald in diesem YouTube-Kino. Jawohl, ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wing Commander 3.